Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Frau Präsidentin des Rechnungshofes, Frau Klasen-Beblo. Natürlich auch von meiner Fraktion an allererster Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Sie, an Ihre Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch ein Dankeschön, dass Sie trotz aller schwierigen Diskussionen, die wir ja auch im Unterausschuss Haushaltskontrolle führen, die Prüfung auch wieder mit großer Akribie, mit großer Nachhaltigkeit geführt haben und viele Felder und Einzelfälle aufzeigen, wo eben nicht nach dem Prinzip äußerster Sparsamkeit gehandelt wird. Zu Recht verweisen Sie in Ihrem Bericht auf die nach wie vor schwierige Finanzlage des Landes Berlin und fordern auch weiterhin Mehreinnahmen vor allem für die Schuldentilgung einzusetzen und den Konsolidierungskurs zu intensivieren. Dennoch und gleichzeitig mahnen Sie, dass trotz weiter bestehender Sparzwänge die öffentliche Infrastruktur zumindest erhalten werden muss. Nun haben alle meine Vorrednerinnen das Thema angesprochen. Ich frage nur, es reicht ja nicht, die öffentliche Infrastruktur zu erhalten. Es braucht dringend Investitionen in diese Stadt und es braucht dringend auch die Entscheidungen dazu. Herr Jauch sprach von den Spielräumen, die Sie zurückerobert haben. Ja, dann nutzen Sie sie doch auch dafür. Trotzdem will ich heute auf andere Beispiele verweisen, die in diesem Bericht enthalten sind, nämlich auf Beispiele, wo der Senat mit zweierlei Maß misst. Auf der einen Seite stöhnen Land, Bezirke, Hauptverwaltungen unter dem strikten Spardiktat, einer unsinnigen und längst überholten Ausgabelinie. Unter Personalabbauvorgaben, Aufgaben bleiben liegen, Gesundheitsquoten gehen zurück. Auf der anderen Seite aber packen Sie, verehrte Damen und Herren der Koalition, Samthandschuhe aus, und die Leitungsbereiche gönnen sich einen übergroßen Schluck aus der Flasche. Frau Herrmann hat darauf hingewiesen, das Thema der 23 Staatssekretäre ist bis heute von der Koalition nicht beantwortet, nicht kommentiert worden, steht immer noch im Raum. Auch die Ressortumbildung, wie sie Frau Herrmann angesprochen hat, war mit einer Umsetzung von Personal in erheblichem Umfang verbunden. Damit im Zusammenhang stehen Aufwendungen für die Herrichtung von Räumen, Büroausstattung, Umzüge, umzugsbedingte Ausfallzeiten und natürlich personeller und organisatorischer Aufwand der Umsetzung der neuen Geschäftsverteilung. Alles in allem mehr als 1 Million Euro. Aber mit der Befugnis des regierenden Bürgermeisters zur Festlegung der Geschäftsverteilung des Senats ist ihm ja ein Einschätzungsspielraum zugewiesen, schreibt ja auch der Bericht, der sich einer materiellen Prüfungskompetenz entziehe, schreibt die Senatskanzlei in ihrer Begründung. Ja, meine Damen und Herren, was hat denn das mit äußerster Sparsamkeit zu tun? Gilt also nicht für den regierenden Bürgermeister. Gleichzeitig haben wir noch immer eine überhöhte Personalausstattung der Leitungsbereiche in den Senatsverwaltungen. Auch wenn der Senat noch in seiner konstituierenden Sitzung am 1. Dezember 2011 per Beschluss bekräftigt hat, dass sich auch die Leitungsbereiche an strengen, aufgabenkritischen Maßstäben zu orientieren haben, hält er sich nicht daran. Konkret heißt das, eine Höchstausstattung mit 102 Stellen überschreitet er einfach mal mit 163 Stellen. Das sind pro Jahr Mehraufwendungen für Personal in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Das ist geradezu eine Ohrfeige für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes insgesamt, insbesondere die Begründung. In den letzten Jahren habe die Arbeitsmenge in einigen Bereichen erheblich zugenommen. Die Entwicklungen in der EU bedeuten zusätzlichen Aufwand. Die internationale Bedeutung Berlins sei gewachsen. Ja, meine Damen und Herren, gilt das denn nur für die Leitungsbereiche oder gilt das nicht auch für die anderen Bezirke und Hauptverwaltungen? Vor allem Ihre Kolleginnen und Kollegen Bezirksbürgermeister proben ja gerade den Aufstand, wenn auch etwas verspätet. Denen erklären Sie mal die Begründung, warum das für Ihre Bereiche nicht gilt. Ich würde gerne noch auf ein zweites Beispiel verweisen, das ist das Thema Berlinovo, die Vereinbarung zur Neuordnung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Land Berlin und der BIH-Gruppe. Die Satzungsänderung, da wurde das Abgeordnetenhaus nur nach Drängen des Rechnungshofes informiert. Die Ausweitung des Unternehmensgegenstandes
hat die Senatsverwaltung gar nicht erst aufgeführt. Sucht man in dieser Neuordnungsvereinbarung eine Regelung, die eine Haftung des Landes für Risiken aus dem Neugeschäft hinreichend ausschließt, so sucht man diese vergebens. Frau Dr. Schmidt, Sie müssen und erwartet man nun eine angemessene Haftung des Managements der Berlinovo GmbH und ihrer Tochtergesellschaften, so wird auch diese Erwartung nicht erfüllt. Und lassen Sie mich am Ende nur wieder konstatieren, es ist wieder ein Beispiel mehr, dass Sie immer noch keinen Plan haben, dass Sie sich vor Entscheidungen für diese Stadt drücken. Und ich fordere Sie auf, lassen Sie uns auch diesen Bericht nutzen. Lassen Sie uns einen Plan für diese Stadt entwickeln. Lassen Sie uns ein Konzept vorlegen. Unsere Vorschläge, die liegen Ihnen vor.